Jetzt machen wir hier weiter, meine Damen und Herren. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. Antrag der AfD, Neubesetzung der Präsidentenstelle der Technischen Universität Darmstadt, 20.423. Beginnt der Kollege Dr. Grobe. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Kollege Rudolph, vielleicht wird es Ihnen jetzt bei meiner Rede etwas heißer. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die bedeutendsten technischen Hochschulen im In- und Ausland werden seit Jahrzehnten von Ingenieuren oder Naturwissenschaftlern geleitet. An der ETH Zürich ist es derzeit ein Physiker, am US-amerikanischen MIT ein Elektroingenieur, an der Technischen Hochschule Kalifornien, der Caltech, ein Physiker, und am Imperial College of London ist es eine Chemikerin. Auch in Deutschland setzen die international renommierten technischen Universitäten und Hochschulen vornehmlich auf Ingenieure oder Naturwissenschaftler, so auch bislang an der TU Darmstadt. Und es ist dabei unwichtig, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Es kommt vielmehr auf die Expertise und das Verständnis für die Materie an. Und das sollte auch der Gradmesser für die Personalbesetzung sein. Sicherlich kommt von Ihnen jetzt der Einwand, dass es sich bei der künftigen Präsidentin der TU Darmstadt, Tanja Brühl, um eine erfolgreiche und mit vielen Preisen ausgezeichnete Person handelt. Das sprechen wir Frau Brühl auch nicht ab. Wir stellen uns vielmehr die Frage, ist eine Politikwissenschaftlerin mit dem wissenschaftlichen Schwerpunkt auf der Friedens- und Konfliktforschung die geeignete Besetzung für die Spitze an einer technischen Universität? Denn als Präsidentin trifft sie nicht nur in ihrer künftigen Werkstätte, sondern auch international auf Ingenieure und Naturwissenschaftler, die eine eigene Sprache sprechen. Ähnlich gilt dies für Forschungskooperationen mit der Wirtschaft. Dort wird Frau Brühl größtenteils auf Personen mit einem ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund treffen. Kann das gut gehen? Denn es reicht nicht, dass Frau Brühl, wie sie in ihrer Bewerbungsrede sagte, an der TU eine Kultur der Wertschätzung fördern und sich durch verlässliches Handeln auszeichnen will. Das sind Allgemeinplätze, nicht mehr und nicht weniger. Das erwartet jeder und ist eine Selbstverständlichkeit. Es geht vielmehr darum, dass der Präsident einer Hochschule ganz besonders die Studiengänge und Forschungseinrichtungen kennt und pflegt, die das Renommee der Universität heben und steigern. Und das sind an einer technischen Hochschule nur einmal Ingenieur- und Naturwissenschaften. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren an der TU Darmstadt besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften von ihrer Präsidentschaft profitieren werden. Dabei haben wir schon viel zu viele Sozialingenieure. Auch geht es Frau Brühl nicht darum, den Markenkern einer Universität zu heben und zu erhalten. Denn im Herbst letzten Jahres plädierte sie auf einer Podiumsdiskussion an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden für das Promotionsrecht der Fachhochschulen. Damit schleift man die Institution Universität bis zur Unkenntlichkeit und zerstört damit auch den Wissenschaftsbetrieb. Glauben Sie ernsthaft, dass man mit diesen Positionen bei renommierten Wissenschaftlern vor allem im Ausland reüssieren kann? Wir rechnen nicht damit. Wenn sich Frau Brühl für Ingenieure einsetzen würde, hätte sie längst die Wiedereinführung der Diplomstudiengänge gefordert. Das hat sie aber bislang nicht getan. Dabei hängt vom Ansehen und vom Ausbildungsversprechen des Exportartikels Diplomingenieur auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland ab. Und hier kommt unser zweiter Hauptvorwurf. Sie ist weitaus mehr eine Politikerin als Wissenschaftlerin. Noch im letzten Jahr war sie im Schattenkabinett von Herrn Schäfer-Gümbel als Wissenschaftsministerin gesetzt. Als daraus nichts wurde, musste man eine loyale, wenn auch parteilose Kandidatin einen lukrativen Versorgungsposten finden. Und das ist nun allemal die Uni-Präsidentschaft. Bitte. Wenn der dreifache Wahlverlierer Thorsten Schäfer-Gümbel nun einen hochdotierten Posten bei der bundeseigenen Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit erhält, dann kann auch eine große Koalition von SPD, CDU, CSU und GRÜNE dafür sorgen, dass eine Politikprofessorin Präsidentin einer technischen Universität wird. Ausschreibungen spielen leider keine Rolle mehr.
Das wissen auch Konkurrenten mit einer hohen wissenschaftlichen Reputation. Nicht von ungefähr gab es nur einen einzigen offiziellen Gegenkandidaten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen endlich weg von der Versorgung abgehalfterter Politiker und fehlbesetzter Hochschullehrer. Wenn wir den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig stärken, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern und Spitzenforschung an deutschen Hochschulen fördern wollen, dürfen wir nur noch die qualitativ besten Personen befördern und einstellen. Daher fordern wir die verantwortliche Ministerin auf, dass das TU Darmstadt das Verfahren der Ausschreibung und Auswahl wiederholt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Nina Eisenhardt, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lassen Sie mich zuerst meinen herzlichen Glückwunsch für Frau Professorin Dr. Tanja Brühl zur Wahl der Präsidentin ausdrücken. Mein herzlicher Dank gilt auch Herr Prof. Dr. Hans-Jürgen Brömmel für seine erfolgreiche Leitung unserer Hessischen Technischen Universität in den letzten 12 Jahren. Seine Verdienste um die TU Darmstadt und darüber hinaus für die Wissenschaft, ganz besonders auch in seiner Funktion als Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz und als Vorsitzender der TU 9, werden wir gegen Ende seiner Amtszeit im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst noch gebührend würdigen. Ich wünsche beiden viel Erfolg in den nächsten Monaten, die Übergabe der Universitätsleitung für Oktober vorzubereiten. Es ist eine spannende Zeit, in der wir als Land mit den Hochschulen Weichen für die Zukunft stellen. Unser gemeinsames Ziel dabei ist eine starke hessische Hochschullandschaft in Forschung und Lehre. Mit Ihrer langjährigen Erfahrung in der Hochschulleitung, Ihren internationalen Forschungsaufenthalten, Ihrem interdisziplinären Blick auf Wissenschaft und Ihrem Engagement für gute Lehre hat Frau Prof. Dr. Brühl die Findungskommission, den Hochschulrat und die Universitätsversammlung überzeugt. Dafür können wir ihr als Hessischer Landtag nur unseren Respekt und unsere Glückwünsche ausdrücken. Denn als autonome Universität bestimmt die TU Darmstadt selbstständig über ihr Präsidium. Diese Autonomie und demokratische Selbstorganisation der hessischen Hochschulen ist für uns ein hohes Gut. Deshalb lassen Sie mich nur wenige Worte zur Wahl und zum Verfahren sagen. Vor 6 Jahren war ich selbst als Vorsitzende der Universitätsversammlung Mitglied der Findungskommission und möchte unterstreichen, dass das Verfahren zum Ziel hat, die bestmögliche Besetzung für die Präsidentin oder den Präsidenten zu wählen, dabei die Interessen der unterschiedlichen Statusgruppen zu wahren und sicherzustellen, dass die zu wählende Person den Anforderungen an solch eine Position erfüllt. Das sind die Kriterien, und auch nur das, und das ist richtig so. Nachdem die Stelle im Sommer 2018 ausgeschrieben wurde, hat eine 12-köpfige Findungskommission aus Mitgliedern der Universitätsversammlung und des Hochschulrats nach Bewerbungsgesprächen eine Kandidatenliste mit 2 Vorschlägen beschlossen. Der Hochschulrat, der mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft besetzt ist, hat diesen Wahlvorschlag einstimmig gebilligt. In der Universitätsversammlung Anfang März wurde Frau Prof. Dr. Brühl im ersten Wahlgang mit sehr großer Mehrheit gewählt. Die Universitätsversammlung ist eine Darmstädter Eigenheit, eine sehr positive, wie ich finde. In ihr sind 61 Mitglieder der Universität vertreten, und sie tagt hochschulöffentlich. So können Fragen, die die Zukunft der Universität betreffen, in großer Runde diskutiert werden. Es ist geboten, dass wir als Hessischer Landtag Respekt vor diesem demokratischen Organ und den Entscheidungen der Technischen Universität Darmstadt haben. Wer diese Wahl kritisiert, dem fehlt der Respekt vor demokratischen Wahlen und vor der Autonomie unserer Hochschulen.
Mit der Aktuellen Stunde heute und Ihren Berichtsanträgen im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst zeigen Sie meines Erachtens, dass Sie ein Problem mit Wissenschaft haben. Und wir werden nicht zulassen, dass Sie damit das hohe Ansehen unserer hessischen Hochschulen schaden. Ich bin mir sicher, dass Frau Prof. Dr. Brühl ebenso wie bisher Herr Prof. Dr. Brömmel mit uns an einem Strang zieht, wenn es darum geht, die Hochschulen in Hessen zu stärken, unseren Studierenden ein gutes Studium zu bieten und die Freiheit von Forschung zu wahren. Deshalb freue ich mich ausdrücklich auf die Zusammenarbeit mit Frau Prof. Dr. Brühl als Präsidentin der Technischen Universität Darmstadt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Eisenhardt. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede. Herr Kollegin Eisenhardt, Nina, herzlichen Glückwunsch. Und nun hat das Wort die Frau Kollegin Klaus, CDU-Fraktion. Dienst, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schon während meiner Unizeit habe ich den sehr grundlegenden Satz gehört, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. So will ich das auch heute halten zur Bewertung dieser Aktuellen Stunde der AfD, ob die Besetzung von Frau Professorin Brühl als neue Präsidentin der TU Darmstadt rechtmäßig war. Und wir schauen gemeinsam in Artikel 60 unserer Landesverfassung. Denn dieser besagt ganz schlicht, dass die Universitäten das Recht der Selbstverwaltung haben. Und damit nicht genug. Ganz ruhig, wir kommen noch. Und damit nicht genug. Wir haben es auch in § 6 des Hessischen Hochschulgesetzes festgeschrieben. Wir befinden uns also im Bereich der verfassungsgemäßen als auch gewollten Hochschulautonomie. Erlauben Sie mir also, Autonomie kurz zu definieren als den Bereich der Selbstbestimmung, der Selbstverwaltung. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet Eigengesetzlichkeit oder Selbstständigkeit. Offenbar bewahrt sich hier auch durch die Zwischenrufe, dass die Antragsteller damit grundsätzlich ein Problem haben. Deswegen füge ich noch ergänzend hinzu, Frau Prof. Brühl konnte noch nichts tun, sie ist noch nicht im Amt, nur gewählt. Zweitens auch eine kleine Unterstützung. Die TU Darmstadt ist ein de facto Vollversorger, und zwar neben den Naturwissenschaften gibt es dort auch noch die Ingenieur- als auch die Geistes- und Sozialwissenschaften. Meine Damen und Herren, falls es weitere Fragen zum Wahlverfahren gibt, finden Sie die auch in den Paragraphen 35 fortfolgende und in der Wahlordnung der Hochschule. Kurzum, unter der Hochschulautonomie ist nicht lediglich das Recht der Satzungsautonomie zu verstehen, sondern auch die Fähigkeit, auf rechtlichem Gebiet bei Finanzen, Organisation und Personal ohne staatliche Einflussnahme zu nehmen. Und demnach endet unsere formale Bewertung zum Wahlverfahren von Frau Prof. Brühl hier. In Hessen gilt die Hochschulautonomie. Daher kommentieren wir nicht die demokratische Wahl einer Hochschulpräsidentin, einer der wichtigsten technischen Universitäten in Deutschland und der einzigen in Hessen. Insoweit ist die Achtung gesetzlicher Zuständigkeiten nicht mit Desinteresse an unseren hessischen Hochschulen gleichzusetzen. Ganz im Gegenteil, wir haben uns bewusst in einem immer stärkeren Maße aus der früheren Detailsteuerung zurückgezogen und den Hochschulen im hohen Maße Autonomie gewährt.
Gleichzeitig haben wir und werden wir auch in Zukunft politische Rahmenbedingungen über den Hochschulpakt, Zielvereinbarung und eine leistungsorientierte Mittelzuweisung setzen. Die hessischen Hochschulen erbringen herausragende Leistungen. Das gilt für die Grundlagenforschung als auch für die verschiedenen Formen der anwendungsorientierten Forschung. Sie sind unverzichtbar, um unser Wissen zu erweitern und Handlungsoptionen für die Bewältigung der drängenden Fragestellung zu gewinnen. Und, meine Damen und Herren, weil die AfD nun der Meinung ist, Frau Professorin Brühl sei nicht geeignet, weil sie im Schattenkabinett von Herrn Schäfer-Gümbel war, so wird vermutlich die SPD noch die weiteren Kompetenzen von Frau Professorin Brühl herausarbeiten. Und ich werde feststellen, dass es nicht unanständig ist, der SPD nahe zu sein. Ich begrüße es natürlich noch mehr, wenn die Präsidentinnen uns nahestehen. Aber das entscheiden eben nicht wir, sondern das entscheidet die Hochschulautonomie. Und dass einem Wahlergebnisse nicht immer passen, das ist in diesem Haus wohl auch unbestritten. Meine Damen und Herren, ich verbleibe abschließend mit drei einfachen Feststellungen. Die Universitätsversammlung hat Frau Professorin Tanja Brühl im ersten Wahlgang mit 51 von 61 Stimmen gewählt. Das ist ein sehr überzeugendes Ergebnis und eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit der Hochschulen ab 2019. Für Ihre Arbeit wünschen wir ihr viel Glück, viel Erfolg, insbesondere mit Blick auf die Stärkung der Zusammenarbeit mit den Universitäten in Frankfurt als auch in Mainz. Zweitens. Seit 2007 hat sich Präsident Prof. Hans-Jürgen Prömmel große Verdienste um die Ausrichtung und die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule erworben. Ihm gilt unser besonderer Dank. Und drittens, ich schließe, wie ich begonnen habe, ein Blick ins Gesetz erleichtert viel Geschwätz. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Das war die erste Rede der Kollegin Klaus. Ines, herzlichen Glückwunsch. Das Wort hat jetzt der Kollege Grumbach, SPD-Fraktion. Nicht die erste Rede, aber seine erste Rede heute. Es gibt auch noch eine zweite. Ich habe ja irgendwann gelernt, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Reden mehr über den Redner verraten als über manchen Sachverhalt. Und diese Rede war, was ich denke und was ich tue, traue ich jedem anderen zu. Ich glaube schon, dass die AfD an der Stelle einmal überprüfen sollte, was für eine Vorstellung sie hat, wie Universitätspräsidien zu besetzen sind. Die Kolleginnen und Kollegen haben vor mir relativ präzise gesagt, dass dies ein breiter, gesellschaftlich abgesicherter und demokratischer Akt ist. Wenn Sie damit ein Problem haben, glaube ich, sollten Sie Ihr Demokratieverständnis überprüfen. Der zweite Punkt betrifft das Wissenschaftsverständnis. Ich finde es schon ganz spannend. Wir hatten in Frankfurt lange einen Präsidenten, der war Mediziner. Die Mediziner sind in Frankfurt die absolute Minderheit, weil Frankfurt einen sehr starken geistes- und naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hat. Der Mediziner war anerkannter Präsident dieser Universität, und kein Mensch hat je bezweifelt, dass er in der Lage ist, zum Fachbereich Germanistik eine Stellungnahme abzugeben, die wissenschaftlichen Kriterien genügt. Wenn Sie Scheuklappenprofessoren wollen,
dann müssen Sie die einstellen. Wir haben die in Hessen nur leider nicht. Deswegen müssen Sie damit leben, dass Professorinnen und Professoren, wenn sie in Verantwortung und Verwaltungspositionen kommen, in der Lage sind, mehr zu tun, als ihre Fachbereiche sozusagen ihnen vorgeben. Dritter Punkt. Manchmal würde ja auch ein Blick in die Geschichte einer Hochschule helfen. Der erfolgreichste langjährige Präsident war Herr Böhme. Der war das 24 Jahre lang und hat diese Universität zu dem gemacht, was sie ist. Der war nur leider Historiker und auch noch Sozialdemokrat. Ich glaube, da ist das Schlimmste für Sie zusammengekommen, was es gibt. Nein, im Kern. Sie sind auf dem Wissenschafts-, Sie sind auf dem. Na, Historiker und Sozialdemokrat, da kommt halt auch der Blick darauf, wo Ihre Ideen herkommen. Weil Ihre Ideen sind nicht mehr 21. Jahrhundert. Wir haben eine Debatte und wir haben eine Wissenschaft, die weiß, dass Fachidioten Idioten bleiben und dass Interdisziplinarität und gemeinsames Lernen und über Fächer hinaus Forschen dazu führt, dass die Menschen klüger werden. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie eine andere Universitätspolitik machen. Mit Fortschritt hat das nichts zu tun, mit Wissenschaft hat das nichts zu tun und mit einer vernünftigen Gesellschaftspolitik hat das auch nichts zu tun. Und dann kommt Ihr wohlinformierter Umgang mit qualifizierten Menschen. Ich will Sie darauf aufmerksam machen, dass selbst Frau Professorin Blühl schon interdisziplinär aufgestellt ist. Sie ist nämlich Biologin und Gesellschaftswissenschaftlerin. Und sie gehört zu denen, die genau die Bereiche Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaft zusammengebracht hat. Es ist relativ selten, dass eine Staatsexamensarbeit kurz danach als Buch erscheint. Aber, und das ist der viel spannendere Punkt, Sie stellen sozusagen Sie stellen die These auf, dass sozusagen eine Bürgerin, die bereit ist, obwohl sie in keiner Partei ist, ihre freie Zeit zu opfern für eine Kandidatur für ein öffentliches Amt, dass das schädlich ist. Mit Verlaub, es gehört zu einer Demokratie und es gehört zum Kern einer Demokratie, dass Menschen ihre freie Zeit der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und das ist kein Geschäft, sondern das ist politisches Engagement. Auch diese Sicht der Welt, glaube ich, wird auf Sie zurückfallen. Ehrlich gesagt, wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich irgendwie an meinen Grundschullehrer. Der hatte noch eine altmodische schwarze Pädagogik. Der hat die Leute in die Ecke gestellt. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Sage ich, gehen Sie in die linke Ecke und überlegen Sie, ob das ein kluger Antrag war, oder gehen Sie in die rechte Ecke und schämen Sie sich. Tschüss. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die AfD hat eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Neubesetzung der Präsidentenstelle der Technischen Universität Darmstadt beantragt. Um was geht es? Vor einigen Wochen wurde Prof. Tanja Brühl als Präsidentin der TU Darmstadt gewählt, als erste Frau übrigens. Und ich will ihr an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren zu dieser Wahl. Die Neubesetzung war also eine demokratische Wahl an der Autonomen Hochschule TU Darmstadt im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung und keine Entscheidung des Ministeriums. Der Universitätsversammlung der Technischen Universität Darmstadt gehören 61 stimmberechtigte Mitglieder an, 31 Mitglieder der Professorengruppe, 15 Studierende, 10 wissenschaftliche sowie 5 administrativ-technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und von den 61 Stimmen empfielen 51 auf Tanja Brühl. Das mag der AfD jetzt komisch vorkommen, nennt sich aber Demokratie und akademische Selbstverwaltung, meine Damen und Herren. Und nun
diskutiert der Landtag ja auch üblicherweise nicht über Wahlen, die an Hochschulen stattfinden. Und die AfD hat die Aktuelle Stunde natürlich auch nicht beantragt, um Tanja Brühl zur Wahl zu gratulieren. Um was geht es Ihnen also? Und das haben wir uns wohl alle gefragt, als wir diese Aktuelle Stunde gesehen haben. Offensichtlich steht Tanja Brühl für vieles, was der AfD suspekt bis zuwider ist, was aber nicht gegen Tanja Brühl spricht. Zum einen ist sie eine Frau in einer Leitungsfunktion. Wenn man sich in der AfD so umschaut, in der AfD-Fraktion 17 Männer, eine Frau, dann wird schon einmal deutlich, das kann der AfD nicht ganz geheuer sein und Ihnen als Burschenschaftler offensichtlich erst recht nicht, Herr Grobe. Ich will darauf hinweisen, erschrecken Sie jetzt nicht, aber ab diesem Sommer werden übrigens 3 von 5 hessischen Universitäten von Frauen geleitet. Zudem ist Tanja Brühl promovierte Gesellschaftswissenschaftlerin, aber auch studierte Biologin. Darauf hat Kollege Krummer schon hingewiesen. Und der Fachbereich Gesellschaftswissenschaft ist ein großer Fachbereich an der TU Darmstadt. Aber der wissenschaftliche politische Sprecher der AfD hat ja heute mal wieder deutlich gemacht, was er von Geistes- und Sozialwissenschaften hält. Und dann beschäftigt sich Tanja Brühl auch noch schwerpunktmäßig mit Friedensforschung und internationaler Umweltpolitik. Auch das natürlich beides nicht gerade Kernkompetenzen und Herzensthemen der AfD, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich selber habe Tanja Brühl als Dozentin an der Uni kennengelernt. Ich habe auch bei ihr Seminare besucht. Und später habe ich sie als Vizepräsidentin der Goethe-Uni erlebt, wo sie sich immer sehr stark gemacht hat für die Belange der Studierenden, für gute Lehre, für soziale Durchlässigkeit, für mehr Wohnheimplätze und soziale Infrastruktur. Und darauf sind natürlich gerade Studierende aus armen oder aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern besonders angewiesen. Und Tanja Brühl war zudem Schirmherrin des Academic Welcome Programms für Flüchtlinge, das die Frankfurter Uni vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat. Dieses Programm ermöglicht Flüchtlingen eine Chance für eine akademische Ausbildung, ist mit 30 Geflüchteten 2015 gestartet, und mittlerweile sind es 140 Geflüchtete. Denn so die Begründung der Uni, Zitat, Weltoffenheit und Solidarität haben an der Goethe-Universität eine lange Tradition. Und Tanja Brühl betonte die besondere Verantwortung der Universität vor dem Hintergrund, dass 1933 viele Menschen Frankfurt und die Universität wegen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens verlassen mussten. Ich will an der Stelle auch darauf hinweisen, dass Tanja Brühl sich auch immer engagiert hat für die Aufarbeitung der NS-Geschichte an der Frankfurter Uni. Und als Parteilose hat sie dem Schattenkabinett der SPD zur letzten Landtagswahl angehört. Das kritisiert die AfD. Das war aber nun einmal allen bekannt, die sie gewählt haben. Und das ist auch nicht völlig außergewöhnlich. Die Präsidentin der Goethe-Universität in Frankfurt war zuvor z.B. Wissenschaftsministerin in Sachsen-Anhalt. Ich hoffe, ich habe Sie damit nicht auf die Idee für weitere Aktuelle Stunden gebracht, falls Ihnen diese Information neu gewesen sein sollte. Ich halte also fest, Frau Friedensforscherin, Umweltpolitik, engagiert sich für Flüchtlinge, tritt für Erinnerungskultur ein, eine angesehene Wissenschaftlerin für die meisten, aber aus Sicht der AfD natürlich die Personifizierung der vermeintlich links-grün versifften Universitätslandschaft. Ich will darauf hinweisen, dass sich im Landtagswahlprogramm der AfD ja fast nichts zur Hochschulpolitik findet, nicht einmal eine Seite. Aber es befindet sich der bemerkenswerte Satz, die Autonomie von Hochschulen muss erhalten bleiben. Was denn nun? Wenn eine autonome Hochschule aber eine Wahl trifft, die Ihnen nicht gefällt, dann ist ganz schnell Schluss mit der Autonomie. Und deswegen will ich noch einmal deutlich machen, dass Ihre Aktuelle Stunde und Ihre Rede ist ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit, es ist ein Angriff auf die akademische Selbstverwaltung der Hochschulen, und es ist der Versuch, Menschen aufgrund ihrer politischen Haltung zu denunzieren und öffentlich an einen Pranger zu stellen. Das haben Sie mit den Lehrer-Denunziationsportalen gemacht. Jetzt knüpfen sich die Hochschullehrer vor, und das ist mit aller Entschiedenheit zurückzuweisen, meine Damen und Herren. Wir können nachvollziehen, dass sich die AfD mit ihrem verqueren Weltbild über diese Wahlentscheidung der TU Darmstadt nicht freut. Aber daran müssen Sie uns nicht teilhaben lassen. Verschonen Sie uns also zukünftig mit einem derartigen Unsinn. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Dr. Büge, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Aktuellen Stunde haben Sie mir die Gelegenheit gegeben, in meiner ersten Landtagsrede seit inzwischen 5 Jahren etwas zur TUD und damit zu einem Eckpfeiler der hessischen Hochschullandschaft zu sagen. Das ist einer, wenn ich auch sagen muss, der einzige Punkt, für den ich Sie heute dankbar sein muss. Dass ich diese erste Rede nach 5 Jahren gerade zum Thema Neubesetzung der Präsidentenstelle an der Technischen Universität Darmstadt halten würde, hätte ich wahrlich nicht erwartet. Denn es ist ja, und das haben meine Vorredner schon ganz richtig gesagt, überhaupt nichts Außergewöhnliches daran, dass nach dem Ablauf der Amtszeit von Herrn Prof. Prömel eine Nachfolgerin gewählt wird. Die neue Präsidentin, Frau Prof. Dr. Tanja Brühl, wurde mit, das Ergebnis wurde schon genannt, 51 von 61 Stimmen, das sind im Übrigen über 83%. Mit einer ganz großen Mehrheit zur neuen Präsidentin gewählt. Ich schließe mich den Glückwünschen auch im Namen meiner Fraktion an Prof. Brühl an und wünsche ihr eine glückliche Hand. Unsere Hochschulen sind autonom. Dafür haben wir uns immer eingesetzt, und dafür werden wir uns als Freie Demokraten auch immer einsetzen. Und deshalb akzeptieren wir selbstverständlich, auch wie meine Vorredner gesagt haben, die Wahl der zuständigen Gremien der TUD und halten es im Übrigen für völlig verfehlt, und das ist ja die rechte Seite des Parlaments, dass wir als Landtag diese inhaltlich kommentieren. Das steht uns auch schlicht nicht zu. Denn, meine Damen und Herren, wer Autonomie will, der muss auch die Entscheidung bei den Hochschulen belassen. Es sei denn, es liefe hier völlig etwas aus dem Ruder. Aber, meine Damen und Herren, es gibt überhaupt gar keinen Anlass zu erkennen, dass hier etwas völlig aus dem Ruder läuft. Ja, Frau Prof. Dr. Brühl war vor ihrer Wahl politisch aktiv. Das stimmt. Das wussten wir dann an der Stelle. Aber das ist doch wahrlich kein Ausschlusskriterium für ein Präsidentenamt. Frau Prof. Brühl ist nicht die erste Präsidentin einer hessischen Hochschule, die ein politisches Amt innehatte. Wurde schon gerade die Präsidentin der Universität Frankfurt erwähnt. Oder für eines, ja, die noch gar nicht im Gespräch war. Auch das ist wahrlich nichts Ehrenrühriges. Ich würde sogar sagen, ehrt sie, dass sie sich an der Stelle gesellschaftlich einbringt. Frau Prof. Brühl ist keine Ingenieurin, ja, sondern Professorin für Politikwissenschaften. Übrigens, das ist ein Fach, was an der TUD gelehrt wird, was man im Bachelor und im Master studieren kann an der TU Darmstadt. Also vielleicht schauen Sie auch einfach mal ins Curriculum der entsprechenden Universität hinein, dann sehen Sie, das ist ein ganz ordentliches Fach an der Technischen Universität Darmstadt. Und wem dann die Nähe zu den MINT-Fächern fehlt, habe das ähnlich wie Herr Kollege Krumbach recherchiert. Frau Prof. Brühl hat seinerzeit, so wie ich gelesen habe, auf Lehramt Sozialkunde und Biologie studiert, also wahrlich auch eine Nähe zu MINT-Fächern. Ich sehe also überhaupt kein Problem und erst recht keinen Skandal. Ich jedenfalls freue mich auf die Diskussion mit Frau Prof. Brühl, die wir ja sicherlich auch als Abgeordnete des Landtags haben werden. Ich habe sie nämlich im Vorfeld der Landtagswahl bei einer Podiumsdiskussion, im Übrigen genau an nämlicher TU Darmstadt, kennenlernen dürfen. Und dort hat sie, ganz wie ich selbst, auch festgestellt, dass die politischen Rahmenbedingungen für die hessische Hochschullandschaft stark verbesserungswürdig sind. Stark verbesserungswürdig sind. Es fehlt, und damit waren sich Frau Prof. Brühl und ich einig, an ausreichender Grundfinanzierung. Es fehlt bei der Qualität der Lehre. Da liegen wir bei der Betreuungsquote auf Platz 15 von 16 Bundesländern. Bei der Forschung hat das Abschneiden Hessens bei der Exzellenzinitiative gezeigt, dass wir wahrlich nicht da sind, wo wir sein sollten. Frau Prof. Brühl hat also viele Probleme der hessischen Hochschulen erkannt. Und ob das auch bei der neuen Ministerin so ist, das werden wir hoffentlich bald erfahren. Ich bin in jedem Fall gespannt. Vielleicht sagen Sie auch etwas dazu, Frau Dorn. Aber lassen Sie mich noch ein Wort zur Autonomie sagen. Autonomie heißt auch Verantwortung. Der Rückzug der Politik aus den Hochschulen soll der Freiheit von Forschung und Lehre dienen, und er ist kein Freibrief, damit die Politik auf anderem Wege zurück in die Hochschulen kommt. Ich sage nur Zivilklauseln, die im Koalitionsvertrag leider sogar noch begrüßt werden. Politisch motivierte Beschneidung der Freiheit von Forschung und Lehre mag Weltbilder bestätigen. Sie ist aber eine Schere im Kopf, die uns nicht guttut.
im Rahmen meiner Promotion über eine hessische Hochschule bin ich verpflichtet worden, immer die Wahrheit zu suchen. Von der Berücksichtigung politischer Strömungen war keine Rede, und das ist auch gut so, und das sage ich in alle politischen Richtungen hier. Und, Herr Präsident, damit komme ich auch zum Schluss. Lassen wir die Hochschulen also ihre Arbeit machen, lassen wir die Politik draußen und geben wir der neuen Präsidentin eine Chance. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Büge. Das Wort hat die Wissenschaftsministerin, Frau Staatsministerin Dorn. Angela, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Fraktionen haben schon viele richtige Dinge gesagt und zu Recht die AfD darauf hingewiesen, dass wir es hier mit autonomen Hochschulen zu tun haben, welche Bedeutung die autonomen Hochschulen haben, wie der demokratische Prozess bei der Wahl eines Präsidenten, einer Präsidentin einer Hochschule sich darstellt. Und wie Frau Claus empfehle ich den Blick ins Gesetz. Auch gerne erläutere ich Ihnen die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Besetzung von Präsidentenstellen. Denn aus guten Gründen erfolgt diese Besetzung aus den Hochschulen heraus und entzieht sich dem Einfluss des Ministeriums oder des politischen Raums. Für die Besetzung von Präsidentenstellen an den hessischen Hochschulen ist maßgeblich § 39 des Hessischen Hochschulgesetzes. Das sind die Qualifikationsanforderungen und die Zuständigkeiten geregelt. Da Sie anscheinend selbst den Blick ins Gesetz nicht gewagt haben, würde ich es hier noch einmal wiederholen. Danach kann zur Präsidentin oder zum Präsidenten gewählt werden, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt, wer aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass sie oder er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Außerdem darf das Pensionsalter noch nicht erreicht sein. Das Gesetz sieht nach öffentlicher Ausschreibung, das haben Sie ja gerade bezweifelt, nach öffentlicher Ausschreibung eine geheime Wahl durch Mitglieder des Senats der Hochschule vor. Und die Abg. Eisen hat auch gerade schon betont, wir haben hier eine Besonderheit bei der TUD. Hier wählt nämlich die Universitätsversammlung die Präsidentin oder den Präsidenten. Und, meine Damen und Herren, das sind 61 Mitglieder. 61 Mitglieder sind 31 Mitglieder der Professorengruppe, 15 Studierende, 10 wissenschaftliche Mitarbeiter, 5 administrativ-technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 61 Personen wählen. Wollen Sie ernsthaft dieser Gruppe die Kompetenz abstreiten, dass sie auswählen kann, wer qualifiziert ist für ihre Präsidentin? Und die Frage der Rolle des Ministeriums. Auf was beschränkt sich denn die Rolle des Ministeriums? Sofern die gewählte Bewerberin, der gewählte Bewerber die genannten persönlichen Voraussetzungen erfüllt, muss das Ministerium die Person entsprechend einstellen. Die einzige Bedingung ist natürlich noch, dass man sich bei den Gehaltsvorstellungen einig wird. Und selbst das ist transparent geregelt, in welchem Rahmen sich das bewegt. Damit, meine Damen und Herren der AfD-Fraktion, auch wenn Ihnen das vielleicht noch nicht bekannt ist, sind die Handlungsspielräume der Landesregierung umfassend und abschließend beschrieben. Jetzt möchte ich aber noch kurz grundsätzlich werden. Grundsätzlich bezüglich der Wissenschaftsfreiheit. Meine Damen und Herren, die Freiheit wissenschaftlicher Einrichtungen soll so weit wie möglich unangetastet bleiben. Die Aufgabe des Staates ist es doch, diese so weit wie möglich sicherzustellen. Und was Sie nicht verstehen, ist, dass die Selbstverwaltung der Hochschulen elementarer Bestandteil dieser Wissenschaftsfreiheit ist. Wer dies infrage stellt, der versteht die grundlegenden Voraussetzungen nicht von Wissenschaft, von Forschung und Lehre. Sie verstehen die grundlegenden Voraussetzungen nicht. Ich verstehe das sehr gut, Herr Grobe. Und was ich sehr gut verstanden habe, ist, und das habe ich mit Befremden zur Kenntnis genommen, dass Sie die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für unser Bundesland derart verunglimpfen. Das ist eine Frechheit, und das ist eine Schande für dieses Land. Herr Grobe, Ideologie und politische Opportunitätserwägung haben in dem System der Wissenschaftsfreiheit keinen Platz. Und welches Problem Sie mit kompetenten Wissenschaftlerinnen mit Führungserfahrung haben, das müssen Sie beantworten. Das lässt vor allem Schlüsse auf Sie zu. Ich erlaube mir abschließend eine persönliche Bemerkung.
Aus meiner Sicht hat die TUD eine hervorragende Wahl getroffen. Ich gratuliere auch von dieser Stelle noch einmal sehr herzlich Frau Tanja Brühl und freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit ihr. Vielen Dank. Geht nicht bald. Vielen Dank, Frau Ministerin. Also bei Aktuellen Stunden, bei 5-Minuten-Beiträgen gibt es keine Direktintervention. Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, warum immer hier so eine Hektik ist. Es ist ja auch bekannt, dass bei den Aktuellen Stunden es ein bisschen härter zugeht und auch der Säbel eher erlaubt ist als das Florett. Lassen Sie mich trotzdem außerhalb der Geschäftsordnung eine Bemerkung machen. Verehrter Herr Dr. Grobe, Sie haben in Ihrem Redebeitrag von abgehalfterten Politikern gesprochen im Zusammenhang mit dem Wechsel in private Wirtschaften oder in sonstige Bereiche. Sie haben nach dem Namen des Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herrn Schäfer-Gümbel, hier genannt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gemeint haben. Ich will aber trotzdem sagen, der Kollege Schäfer-Gümbel ist seit 10 Jahren Vorsitzender der SPD-Fraktion in diesem Hause. Er hat sich um den Landtag und um das Land Hessen in hohem Maße verdient gemacht. Bitte verstehen Sie mich richtig, ich hielte es für vernünftig und auch für klug, wenn wir uns als Abgeordnete, als Mitglieder des höchsten Verfassungsorgans nicht gegenseitig die Qualifikation und die Seriosität absprechen würden. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen gern, wir sind außerhalb der Geschäftsordnung, ich gebe Ihnen gern dazu das Wort. Wenn das falsch rübergekommen ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei Herrn Schäfer-Gümbel. Er war nicht gemeint, es war allgemein. Danke. Meine Damen und Herren, jetzt akzeptieren Sie das doch auch jetzt mal so, wie es ist. Es geht weiter.